Eine Gruppe von Offizieren trat gestern Abend in Niger vor die Kameras eines staatlichen Fernsehsenders. Die Ansprache ließ das westafrikanische Land aufhorchen. Denn die Militärs verkündeten, sie hätten die Macht übernommen. Der demokratisch gewählte Präsident Bazoum sei gestürzt. Das hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Denn Niger grenzt im Westen an Mali, wo derzeit noch mehr als 1000 deutsche Soldaten stationiert sind. Ein Lufttransportstützpunkt in der nigerischen Hauptstadt Niamey dient als logistisches Drehkreuz, unter anderem für den Abzug aus Mali. Wir sind jetzt verbunden mit Norbert Hahn in Nairobi. Was weiß man inzwischen über die Gruppe der Putschisten? Man weiß nicht viel. Was man weiß, ist, dass der Putsch offenbar ausging vom Chef der Nation, der Präsidialgarde, von Präsident Bazoum. Und was man weiß, ist, dass sich die Armee dann am Ende doch diesem Aufstand angeschlossen hat. Erst gab es ja Erklärungen, dass man sich nicht anschließen werde. Das hat man jetzt getan mit dem Ergebnis, dass der Präsident weg ist. Und jetzt muss man einfach sehen. Man weiß wenig über die Putschisten. Vor allen Dingen weiß man wenig über ihre ideologische Ausrichtung, über ihr Verhältnis zum Westen, zu Frankreich. Und davon wird auch letztlich abhängen, wie es dann mit der Bundeswehr weitergeht. Genau. Wie groß ist das Risiko für die Bundeswehr, die ja einen Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt betreibt? Ja, bei der Bundeswehr stellen sich eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, bleibt es dabei, dass Niamey, dass der Luftstützpunkt dort genutzt werden kann für den Abzug? Das wäre wirklich wichtig. Es sind viele Soldaten, es ist viel Gerät, was abtransportiert werden muss bis zum Jahresende. Andere Wege gibt es praktisch nicht. Ein Weg wäre über die Elfenbeinküste, das ist ein weiter Weg, der ist gefährlich. Also es bleibt eigentlich nur Niamey. Und die andere Frage wird sein, der Plan war ja eigentlich, dass man in Niamey, in Niger, ab nächstem Jahr eine europäische Ausbildungsmission aufbaut, an der auch dann bis zu 60 deutsche Bundeswehrangehörige teilnehmen sollten. Ob das dann dazu kommen wird, auch das wird davon abhängen, wie die neue Regierung, die neue Militärregierung sozusagen gepolt ist. Eine Einschätzung von Norbert Hahn. Danke nach Nairobi.